Ich befinde mich hier mit dem neuen International Boxing Federation Intercontinental Champion im Halbschwergewicht, Karo Murat, der sich den Titel heute mit einem spektakulären K.O. in der 11. Runde sichern konnte. Und Karo, Sie waren schon einmal Intercontinental Champion, damals nach Version der WBO. Wie fühlt es sich an, den Gürtel jetzt endlich wieder um der Hüfte tragen zu können? Ehrlich gesagt, es ist eine große Freude für mich. IBF ist ja was Neues. Ich war WBO Intercontinental Champion. Aber IBF, das fühlt sich wie Weltmeistertitel, wirklich. Habe ich von Arthur immer hochgehoben, habe gesagt, eines Tages werde ich den auch haben. Und ich hoffe, dass ich eines Tages den echten tragen kann. Was war Ihre Strategie vor diesem Kampf und wie konnten Sie sie umsetzen? Na gut, Strategie ist einfach mit Führungshand erstmal den Gegner bearbeiten. Ja, und ehrlich gesagt, ich bin ein Boxer, ich gehe in den Ring rein und gucke, wie mein Gegner ist. Und dann entscheide ich, was ich machen kann und was nicht. Aber ich war eingestellt, dass er mit dem rechten Hand sehr hart hauen kann. Und ich habe immer wieder ihn bearbeitet und versucht, meine Schläge durchzusetzen. In der 7. Runde bekamen Sie auf einmal ein wenig Schwierigkeiten mit Ihrem Gegner, nachdem Sie den Kampf bis dahin sehr klar dominieren konnten. Was war da los? Gut, so ist das Boxen. Man bekommt einen Schlag und auf einmal kann was anderes umlaufen. Aber so ist es. Ich bin Profi. Ich trainiere alles, was auf mich im Ring zukommt. Und deswegen war ich bereit, eine Runde durchzustehen, zu halten und auch mitzukämpfen. Und ich denke, ich habe so viel gemacht und am Ende gesiegt. Sie konnten das Ruder wieder herumreißen, in der 11. Runde durch K.O. gewinnen, beziehungsweise durch TKO. Und Ihr Gegner war mit dem Abbruch nicht sehr zufrieden. Können Sie das verstehen? Ja, gut. Andererseits kann ich das verstehen, andererseits auch nicht. Er war angeschlagen, das hat man auch gesehen. Ich denke, das war eine richtige Entscheidung von den Ringrichter, weil sonst hätte ich noch ein paar harte Schläge geschlagen und wäre das vielleicht noch schlimmer gewesen. Und andererseits, das ist Sport, man will gar nicht aufgeben und deswegen muss man das auch so verstehen. Im vergangenen Jahr mussten Sie die bislang einzige Niederlage Ihrer Karriere einstecken gegen Nathan Cleverly in einem WM-Ausscheidungskampf. Ja. Nun haben Sie zwei Siege seitdem wieder einfahren können. Sind Sie über die Niederlage hinweg? Denken Sie noch daran? Ja, natürlich. Ich bin ein Junge, ich bin ein Mann. Ich muss die Niederlage bearbeiten können. Dafür sind mein Team da, meine Leute da, meine Familie da. Und ich habe die Niederlage gut bearbeitet. Und ja, so ist das Boxen. Man kann verlieren und stark zurückkommen. Man kann auch verlieren und nicht mehr hochkommen. Aber ich habe immer gesagt, Cleverly hat mir nie wehgetan. An dem Tag hat mit mir, ich weiß nicht, nicht gestimmt. Ich könnte meine Kräfte nicht abrufen, was ich könnte, was ich kann. Weil das wissen alle und auch mein Trainer. Aber ich sage dazu nichts. Und verloren ist verloren. Letzte Frage. Sie haben jetzt einen weiteren Titel zu Ihrer Sammlung hinzufügen können. Wie geht es in Zukunft für Sie weiter? In Zukunft, ich werde das mal jetzt erholen und mal gucken, was mein Manager Wilfried Sauerland entscheidet mit meinem Trainer. Und mein Ziel ist, Weltmeister zu werden und meinen Traum zu erfüllen. Das ist das Entscheidende. Murat, ich danke Ihnen für das Interview und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.